Fahre Prinz und du bist König. Ein Slogan, mit dem NSU in den 50er Jahren den Nerv der Zeit traf. Die Nachwehen des Krieges wurden kleiner, die Wirtschaft begann sich zu erholen und man gönnte sich ganz gelegentlich ein kleines bisschen Luxus. Langsam verschwanden die großen Massen an Motorrädern, die gleich nach dem Krieg populär waren, aus dem Straßenbild. Wer etwas auf sich hielt, kaufte sich ein Auto und präsentierte seinen persönlichen Erfolg. Der Neckars Ulmer Motorradhersteller NSU erkannte diesen Trend der Zeit und schickte 1957 den Prinz 1 und 2 ins Rennen um die Gunst der Käufer. Bereits für 3.800 D-Mark erhielt man den Prinz 1. Für 200 D-Mark Aufpreis gab es den Prinz 2. Beide Fahrzeuge hatten einen 20 PS starken Viertakt-Zweizylindermotor mit 583 Kubik und brachten es immerhin auf eine Höchstgeschwindigkeit von 105 km pro Stunde. Ab Ende 1959 baute NSU auch den hier gezeigten Prinz 30 mit erhöhter Leistung. Der Motor hatte ebenfalls 583 Kubik, schluckte Superbenzin und schaffte mit seinen 30 PS bei 5500 Umdrehungen in der Minute eine Höchstgeschwindigkeit von 118 km pro Stunde. Der Motor befindet sich im Heck. Im Katalog wird gepriesen, dass durchaus im Falle einer Panne alle Bauteile leicht zugänglich sind. Der Antrieb erfolgt über ein Vierganggetriebe, das beim Prinz 2 bereits voll synchronisiert ist. Die Verkaufszahlen bewiesen, dass NSU mit dieser kleinen Limousine den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Bereits von den ersten Serien wurden rund 90.000 Fahrzeuge verkauft. Die Konkurrenz war groß, denn es gab ebenbürtige Alternativen wie den Fiat 600 oder den Lloyd 600. Viele Kunden allerdings folgten dem Werbeslogan, wohl dem, der einen Prinz besitzt. Mit seiner selbsttragenden Stahlkarosserie bot der Prinz viel Sicherheit und durch sein geringes Gewicht war er auch bemerkenswert sparsam. Der Aufpreis für den Prinz 2 war für die Sonderausstattung wie Kurbelfenster, verchromte Radkappen und eine sportliche Zweifarblackierung. Autojournalisten bestätigten dem Prinz ein außerordentlich gutes Fahrverhalten. Für die gute Straßenlage sorgten die Einzelradaufhängungen vorne und hinten. An der Vorderachse hängen die Räder einzeln an Trapez-Dreieckslenkern und Schraubenfedern und hinten an einer Pendelachse mit weitwinkligen Dreieck-Querlenkern mit Schraubenfedern. Der Radstand von 2 Metern und die Spurbreite von 1,20 Meter lassen den Prinz breitbeinig erscheinen. Zusammen mit den 12 Zoll großen Reifen garantiert dieses Fahrwerk eine sichere Straßenlage. Für den Stillstand sorgen große Trommelbremsen an allen vier Rädern. Der Innenraum ist sparsam ausgestattet. Für den sportlichen Eindruck sorgen für Fahrer und Beifahrer zwei harte Sitze. Hinten bietet die schmale Rücksitzbank wenig Beinfreiheit und ist eher geeignet für den Transport von Kindern oder Einkaufstaschen. Parallel entwickelte NSU den von der Motorleistung ebenbürtigen Sportprinz, der jedoch überraschenderweise trotz seiner schicken italienischen Sportkarosserie keinen guten Absatz fand. 1961 löste der Kompaktwagen Prinz 4 die kleinen Prinzmodelle ab.